Wie geht es euch, Leute? Mein Name lautet Danny. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und endlich habe ich beide Konsolen, die PlayStation 4 und die Xbox One, habe ich beide in meinem Zimmer stehen. Und ja, es ist wirklich ein geiles Gefühl. Vor allem will ich heute jetzt mein Fazit zu den Controllern abgeben. Auch wenn ich mit dem PS4-Controller jetzt noch nicht so lange gespielt habe, steht mein Fazit auf jeden Fall schon fest. Und ich kann euch sagen, welcher Controller besser ist. Ich kann euch die mal kurz zeigen. Also das ist der PS4-Controller, dazu werde ich jetzt einiges gleich sagen. Und das hier ist der Xbox One Controller. Und dazu werde ich auch noch einiges sagen. Was mir gefällt, was mir nicht gefällt und so weiter und so fort. Und zum Schluss ein Fazit. Wieso mir die gefallen und wieso mir was besser gefällt. Das werde ich euch auf jeden Fall geben, damit ihr Bescheid wisst, was ihr euch kaufen sollt. Denn ich kann mir vorstellen, dass nicht so viele von euch das Geld haben, um sich beide Konsolen zu kaufen. Und jetzt auf eine Konsole sparen. Und jetzt sage ich euch, welche Konsole sich mehr lohnt. Ja, zuerst will ich aber sagen, bevor ich anfange, ich habe ein neues Instagram-Profil, da lade ich täglich 1 bis 3 Bilder hoch, zum Beispiel, bevor ich in eine Disco gehe, von meinem Outfit oder von neuem Haarstyling und so weiter und so fort, da könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen, Links in der Beschreibung, also instagram.com/DannyJaston, also könnt ihr auf jeden Fall ein Follow da lassen und, ja, ganz genau. Dann komme ich jetzt zu meinem Fazit, und zwar, erstmal fange ich mit dem... Ich fange erstmal mit dem Xbox One Controller an, das ist besser. Und zwar, wenn ihr ihn euch mal genau anschaut. Es gibt 2 Sachen, die mir auf den ersten Eindruck nicht gefallen. Und zwar zum einen gefällt mir dieser Xbox One Button hier oben nicht. Denn, ich meine, was sucht er oben? Wäre in der Mitte, könnte man viel leichter drankommen. Außerdem ist in der Mitte noch so viel Platz hier, dass man locker drankommen könnte, ja. Das Problem ist halt, man muss immer... ein bisschen schwer zu zeigen, aber man ist ja so. Man muss immer ganz nach oben gehen und um es... ja, um den Knopf zu drücken, einige denken sich jetzt wahrscheinlich, kannst du dir nicht die Zeit lassen, aber wieso, wenn man es doch einfach simpel gestalten kann, wieso packt man den, Handy halt deine Fresse bitte, einen Moment, hab irgendeine Nachricht bekommen von meinen 10 Freundinnen. So, auf jeden Fall, wieso packt man den Knopf hier nach oben hin, wenn er auch gleichzeitig in der Mitte sein könnte, beziehungsweise wenn er nur in der Mitte sein könnte, weil da Platz ist, also das verstehe ich nicht ganz, sieht halt, ja, weiß nicht, ob, ja, sieht halt relativ gut aus da oben, aber ich finde das echt blöd, also ist jetzt kein großes Problem, aber gut. Ist natürlich auch wieder Geschmackssache. Alles, was ich hier sage, ist Geschmackssache. Keiner hat wahrscheinlich genau dieselbe Meinung wie ich, weil, wie gesagt, alles ist Geschmackssache. So, kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar zu den Sticks hier. Zum einen gefällt mir natürlich, dass bei beiden Controllern die Sticks ziemlich klein sind. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Allerdings ist das Problem bei diesen Sticks, finde ich, dass ich es schade finde, dass nicht alles so rau ist. Denn, ihr seht, hier außen beim Stick ist es rau. Das haben die so gemacht, damit man da nicht rutscht, damit man mit dem Finger nicht ausrutscht. So, in der Mitte... ist es allerdings so glatt. Und das ist echt scheiße, finde ich, weil man rutscht nicht unbedingt aus. Aber ich finde das eher ungemütlich, ja. Das ist bei der PS3 ganz anders. Bei der PS4, beim PS4-Controller ganz anders. Das werde ich euch gleich auch noch erklären. Auf jeden Fall sind das die 2 Negativpunkte, die ich an diesem Controller habe. So. Jetzt gibt es erstmal einen Pluspunkt. Und zwar zum einen liegt der Controller wirklich gut in der Hand. Also ich kann mich nicht beschweren. Was ein bisschen nervig ist, ist einfach, finde ich... Also ich weiß nicht, aber ich... Ja, das ist schon wieder Geschmackssache, kommt wieder auf die Finger an. Dazu kann ich leider nichts sagen. Also bei mir ist es ein bisschen nervig, weil ich habe es meistens so und muss dann so, sowas, den hier machen. Fühlt sich ein bisschen ungemütlich an, weil ich zocke ja nicht so, das geht ja gar nicht. Aber ist wieder so eine Geschmackssache. Was ich gut finde, sind die hinteren Tasten. Also wenn ihr auf die drückt, da merkt ihr richtig, die sind richtig qualitativ hochwertig, ja. Also die fühlen sich wirklich sehr, sehr gut an. Also die haben sie wirklich gut gemacht. Vor allem sind das auch meiner Meinung nach die wichtigsten Tasten mit den Sticks, weil man die am meisten benutzt, vor allem beim Ego-Shooter-Spiel. Also die Finger sind da wirklich immer drauf. Also es fühlt sich schon wirklich gut an, wenn man so drauf ist. Also die hinteren Tasten sind wirklich gut. Der Controller ist ziemlich schwer. Auch schwerer als der PS4-Controller. Also wer schwerere Controller mag, der ist vielleicht hier falsch bedient. Mit einem Batteriefach, was ich zum einen auch besser finde als beim PS4-Controller. Denn den muss man mit einem Kabel aufladen. Ja, ganz genau, muss man mit dem Kabel aufladen. Was auch wieder Geschmackssache ist, mag man es mit dem Kabel aufzuladen, manchmal will man einfach weiter weg sitzen von der PS3 oder beziehungsweise von der PSG, ich sag mal PS3, ich weiß nicht wieso, und dann muss man nach vorne gehen und es mit dem Kabel anschließen, wenn man kein Verlängerungskabel hat, ist es nervig, deswegen sind Batterien schon sehr, sehr gut. Das ist der Vorteil am Xbox-Controller. Gut, mehr gibt's dazu eigentlich nicht zu sagen, den packe ich erstmal weg. So, dann habe ich jetzt hier den PS4-Controller in der Hand, und zwar... muss ich sagen, ich spoilere es jetzt schon mal, das ist der beste Controller, den ich jemals in meiner Hand gehalten habe.
Jetzt ohne Scheiß. Ich habe den Controller das erste Mal in der Hand gehalten. Das erste Mal. Ich habe an diesem Tag so oft damit rumgespielt, weil ich nicht glauben konnte, wie gemütlich der ist. Jetzt ohne Scheiß. Das ist... Ich glaube mir vielleicht... Ich habe mich damit schlafen gelegt. Ich bin damit eingeschlafen. Ich bin aufgewacht, habe sofort ein Bild auf Instagram gemacht. Könnt ihr euch auch anschauen, wo ich mit dem Controller aufgewacht bin. Also es ist wirklich krass. Jetzt nenne ich euch die Gründe, wieso. Also, der erste Grund... ich finde es sehr gut, dass sie das Schießen auf die hinteren Button verlegt haben, also auf R2 und L2, denn das war ja bei der Xbox 360 und bei der Xbox One ist es auch so, dass man mit den hinteren Button schießt. Bei der PS3 war es allerdings so, dass man mit den vorderen Button schießt, was ich aber nicht so gut fand, denn jetzt überlegt euch mal, man schießt ja mit der Waffe. Stellt euch mal, ihr schießt mit einer Waffe. Es ist ja auch nicht so, dass ihr drückt sofort drauf, so ganz kurz drauf und ihr schießt los. Ihr braucht eine Zeit lang mit dem Finger, bis ihr drauf schießt. Und das simulieren auch diese hinteren Button. Denn wenn ihr drauf drückt, dauert es eine kurze Zeit, bis ihr losschießt. Und ich finde, das simuliert mehr so dieses Ego-Shooter-Feeling. Und deswegen finde ich es auf jeden Fall für Ego-Shooter wesentlich besser, dass sie es nach hinten verlegt haben. Ob es jetzt bei Call of Duty noch so ist, werde ich euch noch sagen, denn bei Killzone war es so. Das fand ich sehr, sehr gut. Killzone ist auch übrigens ein richtig geiles Game, habe ich auch gezockt. Mit einer Ultra-Grafik, wirklich eine richtig geile Grafik. Auf jeden Fall finde ich sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Spielen ist. Ich meine, selbst wenn es hier vorne wäre, das Schießen, also hier, nicht hier, dann wäre es auch okay, dann ist es in beiden Positionen gemütlich. Gut, dann ist es wirklich der Controller, den ich mir als Next-Gen-Controller vorgestellt habe. Mir bleibt ein bisschen die Luft aus. Ich glaube, ich mache zu wenig Commentaries, deswegen werde ich immer schlechter. Auf jeden Fall, ein Touchpad mitten im Controller. Ein Touchpad, Leute. Also, ich habe letztens Outlast damit gespielt. Habe ich übrigens umsonst bekommen, denn wenn man Google Plus hat, könnt ihr euch Outlast kostenlos runterladen. Aber nur mit Google Plus, glaube ich. Ja. Und wenn man zum Beispiel bei der Kamera, man hat ja bei Outlast so eine Kamera. Wenn man mit der Kamera reinzoomen will, dann muss man beim Touchpad nach vorne streichen. Und das ist wirklich eine Sache, die ist richtig geil. Oh mein Gott, das Touchpad fühlt sich auch wirklich gut an. Und man kann sogar auf das Touchpad draufklicken. Was ist, ja, auch ziemlich cool eigentlich. Ist nichts Besonderes, aber ist ziemlich cool. Man kann draufklicken, man kann es benutzen. Der PS-Controller, also die PS... Oh, jetzt habe ich meine PS3 angemacht, das ist nicht so schlimm. Jetzt seht ihr wenigstens, dass ich hier hinten leuchten, dazu sage ich auch gleich was. Auf jeden Fall, der Button, auch sehr gut positioniert, kommt man leicht ran. Vor allem, der ist halt in der Nähe der Joysticks, kommt man halt super schnell ran. Ist wirklich geil gemacht und den Start- und Select-Button haben die hier drauf verlegt. Also hier, das sind die beiden Button. Einen Moment, hier so. Die beiden, also kommt man auch sehr, sehr gut ran. Kann ich mich nicht beschweren. Sonst ist eigentlich alles so geblieben. Doch, das Licht hat sich hier verändert. Das ist eigentlich dazu da. Für Spiele wie zum Beispiel Playrooms wird auf jeden Fall auf Danny Jesten noch was kommen. Auf meinem Let's Play-Kanal. Wer den nicht kennt, soll den auschecken. Da lade ich auch täglich Videos hoch. 1 bis 2. Und damit kann man wirklich geile Spielchen machen. Also das ist wirklich ein Controller, den ich mir als Next-Gen-Controller vorgestellt habe. Und, um nicht zu vergessen, noch ein Lautsprecher hier. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist sogar noch ein Mikrofon. Ich bin mir da nicht sicher, aber ich glaube, man kann sogar reinsprechen in manchen Situationen. Und, ja, glaube schon, zum Beispiel bei Playrooms, oder Playrooms, glaube ich, heißt das. Da kann man irgendwie den Leuten, den kleinen Kindern da was befehlen. Und da machen die, ich weiß nicht genau, kann man vielleicht auch mitspielen, bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, die einzige Scheiße ist, natürlich, muss man auch dazu sagen, kann man nur mit einem Kabel aufladen, also man braucht ein Verlängerungskabel, dann ist das Ganze kein Problem mehr. Aber das ist wirklich der einzige Negativpunkt, den ich habe. Ansonsten ist der Controller wirklich der beste Controller, den ich jemals in meiner Hand hatte. Ohne Witz, ohne Flachs, ich will euch nicht verarschen. Wenn ihr auf den Controller achtet, dann holt euch lieber die PS4. Einfach so gemütlich, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich liebe den Controller einfach, wirklich so geil, Alter. Wirklich, noch nie so einen ganz geilen Controller in der Hand gehabt. Und ich krieg dafür auch kein Geld oder so, dass ich das sage, aber wirklich übel geil. Ganz genau. So viel dazu und ja, auf jeden Fall chill ich jetzt gerade zu Hause ein bisschen. Ich will ja gleich zum Fitness gehen eigentlich, denn ich habe in den letzten Tagen eigentlich nur so zu Hause gehockt, weil ich Videos für meinen Let's Play-Kanal gemacht habe. Außerdem gehe ich jetzt noch zur Schule und ja, da muss ich auch dafür Sachen tun und so weiter und so fort. Ist ein bisschen stressig, deswegen war ich jetzt ohne Witz 2 bis 3 Monate nicht mehr im Fitness. So kann mein Leben auch nicht weitergehen, habe ich mich entschlossen, denn ich habe wirklich zu lange zu Hause gesessen und
Ja, es ist einfach, man wird einfach dicker im Gesicht, am Körper, das ist wirklich extrem eklig und ich fühle mich gar nicht wohl. So, also ich muss wirklich mindestens jeden zweiten Tag zum Fitness gehen. Und das wird sich auf jeden Fall in der Zukunft, also jetzt ab heute, ich gehe heute wieder hin, wird sich das wieder ändern. Außerdem gehe ich heute auch das erste Mal zum Solarium. Mache ich nicht unbedingt, um viel bräuner zu werden, natürlich vielleicht auch ein bisschen bräune. Solarium ist aber nicht gesund, tut euch das nicht an. Ich mache das nur einmal oder zwei, dreimal, so mehr nicht. Einfach nur, weil ich habe, also nicht viel, ganz, ganz wenig, aber ein paar Pickel. Ganz wenig, aber wirklich nur, also es ist wirklich nicht viel. Aber man sagt ja immer, dass das hilft so. Ganz genau. Ja, ich glaube, das war's eigentlich auch mit dem Video. Ich versuche auch wieder mehr auf diesem Kanal hochzuladen, nur es ist halt wirklich stressig, vor allem ich will auch meinen Let's Play-Kanal ein bisschen nach vorne pushen, aber hier wird auf jeden Fall auch noch jetzt demnächst auch wieder mehr kommen, also keine Probleme, vor allem ich werde mir auch jetzt Call of Duty Ghosts für die PS4 holen, denn ja, es hat einfach Killzone hat zum Beispiel, obwohl ich Killzone gar nicht so mag, hat das so viel Spaß gemacht mit diesem Controller, bester Controller der Welt, jetzt ohne Scheiß, Alter, bester Controller, den ich jemals hatte. Werde ich mir auf jeden Fall noch für die PlayStation 4 holen, Call of Duty Ghosts. Und da wird auf jeden Fall viel gezockt, also könnt ihr euch darauf freuen. Habe jetzt auch einen HDMI-Splitter bestellt, denn man kann ja nicht so von der PS4 abfilmen. Und ja, ganz genau, mehr gibt es gar nicht zu sagen. Vergesst nicht, meinen Instagram auszuchecken, da lade ich jeden Tag Videos hoch, Bilder hoch, meine ich. Ich glaube, da kann man sogar Videos hochladen, ganz kurze Videos. Aber ich glaube, das wird vielleicht mal sehen. Auf jeden Fall, ein bis drei Bilder kommen am Tag hoch von meinem Leben und so weiter und so fort. Vergesst nicht zu followen und diese Hashtags da immer zu machen. Ich habe keine Ahnung von dem Scheiß. Keine Ahnung, echt nicht. Ich bin neu bei Instagram, verzeiht mir. Und wenn euch das Video gefallen hat, klickt den Daumen nach oben Button jetzt an. Und vergiss nicht, meinen Kanal jetzt zu abonnieren, um unter das Snickers Guys Crew beizutreten. Und dann sage ich nur noch 3, 2, 1. Tschüss!